Was geht? Kfz-Bros, wieder mal am Start. Ja, die Zeit vergeht. In letzter Zeit haben wir sehr wenig Videos gedreht. Dafür schon mal ein großes Sorry dafür. Ja, wir haben einfach viel zu tun und kommen einfach nicht nach, die Videos zu machen. Das nervt mich auch ein bisschen, denn wir wollen ja der Community immer noch was bieten. Wir müssen uns noch ein bisschen etwas verbessern, würde ich mal so sagen. Ja, wie im Titel es schon geht, BMW E87 1.23 Diesel, der berühmte N47 Motor, genauere Bezeichnung N47D 20D, sogar schon den Block vom F-Modellen, sprich F20. Ja, wie man hier sehen kann, habe ich hier schon einen Motor stehen. Das ist der Motor aus dem E87. Er hatte das Problem, ja, wie soll man anfangen? Eines Tages hat es auf der Autobahn angefangen zu, ja, kann man sagen, klackern. Ich weiß nicht, ob es wirklich klackern ist, aber ja, es war Art. Es hat sich angehört wie ein Injektorschaden. Ne? Der Motor ist angefangen, hat angefangen, drei Zylinder zu laufen. Haben wir zufällig sogar ein Video drüber gedreht, wenn wir den Injektor tauschen? Über das Auto haben wir sogar das Video gedreht, wenn wir die Injektoren tauschen, denn ich habe mal eine Diagnose erstellt gehabt und die Injektorenwerte waren total außer Rand und Band. Sprich, ein Injektor 1 hat angezeigt, total im roten Bereich, der vierte Injektor total im roten Bereich, so dass ich sogar alle drei Injektoren, drei von vier, neu gemacht habe. Und die Werte sind immer schlimmer geworden. Das war das Schlimme. Fahren konnte man mit dem Auto, aber es hat sich nicht gesund angehört. Leistung hat er halbwegs gehabt. Die Motorkontrolllampe war sogar noch nicht mal angewiesen. Das war das, was mich echt geschickt hat. Ja, und jetzt steht das gute Stück hier. Und wie sich festgestellt hat, haben wir einen Motorschaden, der verursacht worden ist durch die Ansaugbrücke. Ansaugbrücke, ja, kennt man. Liegt hier. Warum? Wegen der Ansaugbrücke. Wir haben hier schon mal eine General, ja, eine gute gebrauchte besorgt. Das ist unsere, die verbaut worden ist. Ich komme so rüber, ist besser. Ne, wie man sehen kann, haben wir dort schöne Kollegen. Ne? Und wie man erkennen kann, sehen die Kollegen, da fehlt ein Kollege und die Kollegen hier sind ziemlich mitgenommen aus. Ja, sprich, das sind die berühmten Dreiklappen, die sorgen für eine Luftverwirbelung, bessere Zylinderfüllung und das dient dazu gar nichts. Das dient dazu, dass solche Motoren Motorschaden wegen so einer Ingenieurscheiße, die sie da erfunden haben, halt kaputt gehen. Verursacht durch solche Klappen. Ich muss aber auch korrigieren, diese Klappen sind jetzt aus Plastik. Das ist dann gar nicht so schlimm. Früher waren diese Klappen, bei den älteren Modellen, BMW-Modellen, waren die aus Metall. Sprich innen Metall, außen Kunststoff versiegelt oder Gummi versiegelt. Die sind jetzt rein aus Kunststoff. Aber wie man hier sehen kann, fehlt hier einmal komplett das Gestänge. Das Gestänge ist dann wahrscheinlich einmal schön mit in den Motor reingefallen. Hat dazu verursacht, dass auch das Einlassventil auf dem dritten Zylinder, glaube ich, war das. Ich muss mal gerade noch mal schauen, war das der dritte Zylinder? Das ist der zweite, doch, es war der dritte Zylinder. Ich weiß, ob man es erkennen kann. Da sieht man minimal, dass das Ventil krumm ist. Es ist wirklich krumm. Vielleicht versuche ich mal mit der Spitze zu leuchten. Ich weiß, ob das die Taschenlampe ist, die funktioniert mit der Leuchte vorne. Nein, das ist die nicht. Geht nicht. Ich gehe mal die andere. Das ist die hier. Vielleicht kann ich da andere reinleuchten. Aber das werden wir auch gleich sehen. Das Ventil werden wir auch gleich sehen. Das Ventil da ist krumm und dort kam schön Feuer raus. Ne? Das ist die Ansaugseite. Dort sollten eigentlich bei bei einem Verbrennungszustand die Ventile schön geschlossen sein. Und da sollte natürlich keine Kompression bzw. eine Verbrennung rausgeschossen kommen. Das kann man auch gut hier, gerade hier an der Ansaugbrücke feststellen, denn die hat gekokelt. Gerade hier sieht man, ne? Schön geschmolzen. Da das Ventil da auch krumm war. Zeig mal her, wie die ganze aussieht. So, und hier haben wir eine gebrauchte Ansaugbrücke besorgt. Das sind jetzt halt alle vier, die da vorhanden sind. Aber ich appelliere an alle Leute, die hier gerade zuschauen. Besorgt euch für den N47 bitte einen Dichtsatz. Sprich, das ist eigentlich bei dem Modell ganz easy. Wir haben jetzt hier einmal neue Dichtungen für die Ansaugbrücke. Und das ist dieser Dichtstoffen, der euer Motor das Leben retten kann.
Wir haben ja hier an der Seite, haben wir einmal diesen Versteller, elektrischer Versteller genannt. Der steuert ja hier einmal die drei Klappen jeweils an, die gehen dann auf und zu. Und, mein Gott, und die reißen gerne halt dann, die Verstellung wird dann hier gerne schon mal undicht. Das macht sich bemerkbar, indem das hier Öl austritt, Ladedruck entweicht. Dann weiß man, okay, da stimmt schon was nicht. Und Leute, zögert nicht, kümmert euch direkt drum. Auch wenn gar keine Probleme vorhanden sind, kauft euch diesen Dichtsatz, der wird dann da reingesteckt. Man muss natürlich hier einmal die Stange wird dann hier einmal nach links herausgezogen und die Klappen werden dann herausgenommen. Und dann kommt der Dichtstopfen drauf. Der Motor wird weiterhin angesteuert, der merkt gar nichts. Und ihr wird das Problem nie haben, dass ihr Motorschaden durch so eine Dreiklappe erleidet. Nicht durch die Dreiklappe, sondern halt wegen der abgebrochenen Stange, weil die fällt mit der Dreiklappe rein. Ja, das war wirklich mein kompletter ganzer Motor. Apropos, das kurze Video blende ich noch gerade schnell ein, wie der Motor gelaufen ist mit einer defekten Dreiklappe. Ja, also wie ihr sehen könnt, hier haben wir einen Teil Motor stehen, da hinten haben wir eine Ansaugbrücke stehen, hier haben wir die Hochdruckpumpe liegen, weiter geht's hier zu unserem schönen großen Biturbolader. 123D hat einen fetten Biturbolader drin, der ordentlich Ladedruck aufbaut, Hydrostöße, die hier etwas umfliegen, Ölwanne haben wir schon schön sauber gemacht, sparenlos, Gott sei Dank, also nichts Schlimmeres passiert. Ventildecke, ja, die Nockenwellen, die haben wir dann halt auch mal hier liegen. Leute, nicht verwundern, warum das hier alles so im Dreck liegt. Der Motor kommt weg. Wir haben einen Austauschmotor besorgt vom Motorenbauer, sprich ein komplett generalüberholter Motor, und der hat uns sogar den alten Motor abgekauft. Wir müssen nun die ganzen Anbauteile entfernen, und zwar ziemlich, ziemlich viele Anbauteile. Da liegt mal das Getriebe. Du, kann man vielleicht auch gerade neu bekommen. Und hier haben wir das ganze halbe Auto dann hier rumfliegen. Ansaugschläuche, Wasserpumpe, Hardyscheibe, Thermostat, Lichtmaschine, DPF, mit dem passiert auch noch was. Ich will ja nicht genauer beigehen. Also. Ölfilterflaschen, Riemenscheibe, Luftfilter, Raildruck mit den Injektoren. Das kommt aber auch alles noch schön ins Ultraschall rein, wird noch Ultraschall gereinigt, dass das auch schön alles sauber ist, weil das hier auch etwas verdreckt ist. Bekannter Ansaugschlauch da von der Kurbel- und Gehäuseentlüftung, muss man auch jedes Mal bei BMW wechseln. Kupplungssatz liegt da, der kommt auch einmal neu. Und dann haben wir hier einmal gefühlt die Salatbar, sprich die komplette Motorelektronik, Motorsteuergerät. Ja. Braucht man nicht, Diesel läuft auch ohne die Elektronik, oder? Einfach abhetzen alles. Genau so machen wir es. So, wir haben den Kopf nicht runtergeholt. Der Kopf ist drauf. Wir haben es so schwer getan, den Kopf zu lösen. Also wir haben die Schrauben schon mal gelöst, aber wir haben wirklich den Kopf noch nicht runtergeholt. Wir wissen selber nicht, was drunter steckt. Ich wollte den Kopf eigentlich nicht zerlegen, wo ich gedacht habe, oh nee, komm, getauscht ist getauscht. Aber mir lässt das einfach keine Ruhe und ich wollte einfach dazu ein Video machen, dass man mal sieht, was einen Dreiklappenschaden verursachen kann im Zylinder oder halt in einem Zylinderkopf. Dazu haben wir die Nockenwellen dann abgeschraubt. Haben jetzt hier noch unsere dicken, fetten Zylinderkopfschrauben. Wir haben uns das Leben geholt, diese zu öffnen. Alter, da haben wir den Motor auf die Stirnseite gekippt. Ich habe mich komplett mit dem ganzen Körpergewicht auf den Motor gesetzt und der Kameramann musste dann mal mit 4 Meter Rohrverlängerung die Schrauben da öffnen und das war wirklich kein schöner Spaß. Da habe ich den Bro vom Motor gehebelt, ey. Das war schon geil. Ja, gut, die Schrauben sind jetzt schon mal gelöst. Ich schnapp mir den Schlagschrauber, aber auch nur, weil die Schrauben schon gelöst sind. Nie den Schlagschrauber ansetzen bei Zylinderkopfschrauben, das kann nur schief gehen. Sag ich mal wie beim Peugeot, ne? Sag ich doch Peugeot. Kopf runter machen, Zylinderkopfschrauber abgerissen. Gut. Bro, guck mal. Ich breite alles schnell einmal vor und dann legen wir auch los. So, wie gesagt, die Schrauben sind schon gelöst, die sind schon alle locker.
schraubt er ab. Ein Defekt. So, jetzt holen wir den hier einmal so. Ah. Warte, bevor du den hochhebst, ich räume mal schnell die. Mach mal den Tisch da frei. Die Dinger da weg, da braucht kein Mensch. Total uninteressant. So. Wir schauen uns natürlich aber als erstes. Ich heb den Zimmerkopf jetzt erstmal noch drauf. Ich schaue nicht erst unter den Zimmerkopf, wir schauen erstmal auf den Kolben. Ne? Warum zögerst du das so hier aus? Die Leute, die rasten doch jetzt aus. Das ist einfach geil. So. Kriegst du, ne? Packst du das? So, Kopf ab. So, Zylinder Nummer 2. Soll ich mal spielen ein bisschen? Und das ist ja. Ich versuche mal das Licht ein bisschen. So, ja, zoomen wir näher ran, dass die Leute das mal sehen, wie das dort zerballert ist. Ja. Alter. Meinst du, da hat Kolben auf Ventil getroffen oder so? Ich glaube nicht. Steckt da was drin? Nee, ist nur so. Ist nur kalt geformt, ne? Ja, ist halt nur, man sieht halt ordentlich, wie die Stange dort seinen Job erledigt hat. Ne? Ich bin echt gespannt, wo die Stange ist, weil die biegt da schon mal gar nicht. Das habe ich mit dem Skop ja auch schon gesehen. Aber was gerade echt, wo ich echt wirklich erstaunt bin, die Zylinderlauffläche hat nichts abbekommen. Ne? Man sieht noch schön den Kreuzschliff von der Seite. Also das ist echt. Das gefällt mir echt gut. Ne? Vielleicht immer so, ne? Kreuzschliff sieht man ordentlich. Ja, ansonsten alle anderen Zylinder sehen top aus. Ja. Kannst du mal das Band halten. Aber Zylinder 2. Zylinder 2 hat leider die Klasse verlassen. Den hat es richtig erwischt. Ich kann jetzt leider nicht den Motor. Ich hätte den mal gerne jetzt auch etwas hochgedreht. Warte, ich vor die Riemenscheibe da an. Einmal hochgefahren, ne, ordentlich, hat er was abbekommen. Ja, sagen wir mal so, Zylinderlauffläche ist okay, könnte man jetzt noch eigentlich in Stand setzen, aber durch den Schlag hier weiß man nie, ob das Pleuel was abbekommen hat oder das Pleuellager sogar. Ne, das müsste man halt mit neu machen. Das war mir halt das Risiko zu groß, weil ich konnte mit der Endoskopkamera nicht da reinschauen und ja, hab gesagt, weißt du was? General Zylinderkopf müsste wahrscheinlich eh neu, weil ich will nur wissen, wie der von innen gleich aussieht. Der kostet ja auch schon an die 500 Euro und dann kommen noch Steuerkette und ganzen Teile etc. Und dann bist du fast beim Austauschmotor und dann lieber einfach ein generalbeholter Austauschmotor. Ein Jahr Garantie, Kilometer Laufleistung, keine Vorgabe, besser geht's nicht. Akku. Hol doch einen neuen Akku, Alter. Hol doch einen neuen Akku. Fuck. Geht doch, alles gut. Das ist auch mal gut. Gerade einmal sauber. Bremsereiniger. Achtung. Gibst du dem jetzt Feuer, oder? Dann lass mal weg mit Scharten drehen. Ja, so sieht er. Der Kolben, der Omega-Kolben ist aber echt schon, also den hat es richtig zerballert, ne? Wenn man das hier sieht, wie das hier, was für Vertiefungen das sind, ne? Was für eine Kraft da aufliegen muss, ne? Das ist schon ordentlich. Naja, weiter geht's zu unserem Kollegen da oben. Machen wir die ganzen Schrauben da einmal raus.
kann es passieren. Bitte, bitte mach nicht zu viel Dreck, ich habe schon extra sauber gemacht. So. Ach, guck mal da. Kopf hat fast gar nichts. Kopf hat fast gar nichts. Also, das ist echt. Mach sag der, mir mal bitte. Macht der fast gar nichts. Guck dir mal an, wie die Ventile da hocken. Ja, ich habe aber schon schlimmere Ergebnisse gesehen, aber ich frage mich ganz ehrlich, wo ist denn die Stange hin? Wo ist die Stange hin? Die ist nicht im Cut. Wie Turbo? Denkst du, die ist im Turbolader? Ich habe die im Turbolader. Ich habe extra Turbolager abgecheckt. Die ist. Die ist im Turbolader. Erinnerst du dich noch an meinen T3-Bus? Weißt du, wo das Auslassventil war? Also es sind sogar alle drei, also hier sind insgesamt drei Ventile krumm. Das sieht man hier schön an dem Sitz hier. Einmal der hier, der Kollege, die sitzen halt nicht mehr schön gerade wie der. Der einzige, wo sitzt, ist noch dieses Einlassventil. Ne, sorry, das ist Auslassventil. Das Einlassventil ist im Passmoment, ja. Das Einlassventil ist immer größer wie das Auslassventil. Ja. Ja. Können wir gleich auch noch einmal sauber machen, um das Schadbild hier mal genauer zu sehen. So, das ist das Ergebnis. Einmal schön sauber gemacht. Den Zylinderkopf hat es halt schon etwas erwischt. Hat durch den Ruß nicht so schlimm gewirkt. Nicht ausgesehen und nicht gewirkt. Aber wenn man das Seil einmal sauber macht, ja. Eine reine Katastrophe, würde ich einfach mal sagen. Schade, dass halt sowas halt verursacht wird, nur durch so ein Quatsch in der Ansaugbrücke, ne? Gott sei Dank hat es den Injektor nicht getroffen, also die Injektoren waren heile geblieben. Aber ich muss echt gleich mal wirklich nochmal auf die Suche gehen, den Biturbolader mal schnappen. Gucken, ob ich den auseinander bekomme. Doch, ich muss ihn auseinander machen. Und schauen, wo die Stange ist, weil es muss mindestens so ein Stück Stange fehlen. Im Katalysator liegt die definitiv nicht. Also eine Kraft haben wir hier vorne. Haben wir hier vorne liegen, lass mich mal kurz reinleuchten nochmal. Ne, das sieht auch, der sieht aus wie neu. Ne, im Cut liegt definitiv nichts. Gar nichts. Hm. Gut, wenn es im Cut nicht liegt, dann kann es entweder nur noch. Entweder ist das Ding wirklich so klein geworden. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder das Ding. Liegt doch echt irgendwo drin. Ich sag mal, ich mach mal hier schnell Flex Teilerrohre auf und guck mal zumindest rein, ob ich so sehe, ob das vielleicht nicht vor irgendeinem Turbinenrad liegt. Also hier haben wir auf jeden Fall das große Turbinenrad, das dreht auch ohne Probleme. So, was ich hier so sehen kann. Ja, das ist hier Abgaskümmer. Da haben wir einen kleinen Turbolader und da geht es runter zum großen Turbolader. So, jetzt können die Stange natürlich beide Wege gewählt haben, entweder nach oben oder nach unten. Ich denke mal aber eher, dass sie die Richtung nach unten wählt. Und dann kommt sie ja hier eigentlich bei dem großen Turbolader raus. Sollte sie. Oder die ist echt da irgendwo noch verhakt. Am besten die drei Schrauben da lösen. Müssen wir mal schauen, dass wir den Kümmer hier auf den großen Turbolader trennen, um mal oben in den großen Turbolader reinzuschauen. Schrauben habe ich mal. Ja, ich denke mal, das wäre bestimmt empfohlen, heiß zu machen. Ja, was mich halt gewundert hat, war halt diese Feuchtigkeit da. Ich glaube, das war diese, glaube ich, ne? Doch, das war diese. Ja. Doch, das war diese. Ja, gut. Die Einlassventile und Auslassventile dann richtig abdichten. Gelangt Sprit dann halt auch in den Abgaskümmer und dann ist es halt mal da ein bisschen feucht. Sollte nicht normal sein. Ja, gut. Schlepp das Ding auf den Tisch. Sollen wir es jetzt direkt machen? Ja, jetzt direkt, komm. Sonst kann ich nicht schlafen. Und die Leute auch nicht. Dann machen wir das gerade immer noch schnell hier. So, zerlegen dann einmal gerade hier. Ich versuche mal hier den Turbolader zu zerlegen. Es ist auch schon richtig spät. Gucken mal, ob wir die Schrauben da aufbekommen. Ich will jetzt hier noch ungern hier noch keine Schraube abreißen. Ja, aber irgendwo muss die Stange sein. Die muss echt irgendwo sein. Ich messe die mal jetzt noch an der alten Ansaugbrücke aus, wie lang die jetzt noch insgesamt ist und vergleiche das mit der anderen. Vielleicht ist doch aber mit Glück nicht so großartig in der Stange mitgeflogen. Ich hab keine. Ja. Sehen wir gleich.
Ja, Freunde. Biturbo wurde zerlegt. Wir haben so weit reingeschaut, wie wir konnten. Ne, wir haben hier jetzt die Wellen geprüft, ob die leichtgängig sind, ob nicht vielleicht ein Stück Stange irgendwo hier an der Welle anliegt und es blockiert. Aber alles dreht sich frei. Die Wellen sehen sogar noch wunderbar aus, nur nicht mal großartig verrußt. Ne, das haben wir jetzt noch nicht mal sauber gemacht und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Hier auch Ansaugseite von dem kleinen Turbolader, die Ansaugseite vom großen Turbolader. Ne, der ballert ordentlich Druck. Haben die Verbindungsrohre getrennt. Ja, ich kann nur sagen, X-Faktor ist unfassbare. Sie glauben, die Geschichte ist frei erfunden? Nein, ist sie nicht. Also ich kann nicht sagen, wie groß die Stange war. Man kann sie aber erkennen, die war auf jeden Fall vorhanden. Ob die jetzt wirklich von der zu der Seite so lang war, glaube ich, vermute ich nicht. Hier sieht man halt einen Zentimeter locker, dass das eine Stange war, einen Zentimeter. Die gibt es nicht. Die ist, entweder ist sie wirklich zerbröselt durch Temperaturen, weil das Auto weiterhin immer noch gefahren worden ist, ne, dass sie halt zerbröselt ist mit der Temperatur und durch die Schläge vom Kolben. Aber sonst im Turbolader steckt definitiv nichts fest. Ausgeblasen, reingeschaut, endoskopiert. Turbolader ist tiptop heile. Hier haben wir unseren Zylinderkopf. Da haben wir mal die Ventile rausgeholt. Da könnt ihr mal schön schauen. Die ersten vier hier, das waren dann zwei Ansaug- und zwei abgasseitige Ventile. Ja, die kleineren hier. Also jeweils, zeig euch mal, das hier sind die Abgas-Auslassventile, das sind die Einlassventile, die beiden hier. Die Einlassventile ist richtig erwischt, also alle beide, sogar auch ein Auslassventil. Das hier sieht, ja, ist ganz minimal krumm, ganz, ganz minimal krumm. Erkennt man nicht wirklich hundertprozentig, aber es ist krumm. Ja. Und gegenüber hier haben wir mal zwei heile Ventile rausgeholt, um zu sehen, zu vergleichen, wie das überhaupt ausschaut. Ne? Weil wir gedacht haben, vielleicht steckt das hier doch irgendwo im Einlasskanal, Auslasskanal irgendwie fest, aber leider nicht zu finden. Ja, großer Schaden durch ein kleines Bauteil. Ich sage einfach nur Bullshit. Ich bin froh, wenn morgen der neue Motor kommt. Der wird Samstagmorgen geliefert, morgen früh um 11 Uhr. Ja, der nimmt den Motor noch mit, wird den wahrscheinlich komplett schön General überholen. Schöne Hohne, neue Kolbenringe, alle Verschleißteile kommen einmal neu, Lagerschalen etc. Kopf wird bearbeitet, wahrscheinlich geplant, noch einmal schön runter, Ventilsitze eingeschliffen und alles. Ja, wir haben uns extra die Arbeit hier gemacht, um zu schauen, ob wir da überhaupt irgendwas finden, aber leider konnten wir hier echt gar nichts finden. Kläglich versagt hast du. Sowohl als Entertainer, als auch als Schlosser und als Kfz-Mechatroniker. Ich kann es echt nicht sagen. Als Detective sowieso. Ja, das wird sich mit der Zeit ergeben. Ne? Also wenn der Turbo irgendwann flöten geht, dann wissen wir, okay, dann war doch vielleicht irgendwo ein Stück drin. Aber abgasseitig ist definitiv nichts. Nichts vorhanden, gar nichts. Keine Spuren, nichts. Schaufelräder konnte man auch schön hier reinschauen, konnte man auch schön drauf schauen. Das sieht man jetzt mit der Kamera nicht, aber wir sehen das in die Ecke, sieht man es mit dem bloßen Auge, kann man es gerade so erkennen. Die haben aber gar nichts, ne? Da ist auch nichts drin. Das Gute ist, die Stange da, die ist sogar noch nicht mal magnetisch. Ne? Also man kann sie noch nicht mal rausfischen, aber ja, also Leute, ich appelliere, N47 Motor, man sagt, es ist unkaputtbar, sowas passiert nicht mehr bei N47 Motoren. Jungs, da draußen, es passiert definitiv bei diesen Motoren weiterhin und auch bei N57 Motoren ist so ein Vorfall auch schon gewesen, nicht nur ein Vorfall, mehrere Vorfälle. Holt die Dinger da raus, tut das eurem Motor und ihr habt auch ruhiges Gewissen. Wir sind jetzt durch, packen das alles wieder zusammen, bauen es irgendwie so grob zusammen wieder. Morgen ist das alles weg und dann erfolgt der Einbau. Das dauert auch mal wieder Zeit, Karre muss wieder reingeschoben werden, aber alles schön mit der Zeit, dass es auch ordentlich wird. Alles immer neu abdichten, alle Anbauteile, die da abgekommen sind, ne? Ansaugkümmerdichtung, Abgaskümmerdichtung, Wasserpumpe, Thermostat, alle Dichtungen, Ölflanschen, das muss ja alle Dichtungen am Motor müssen einmal neu. Ne? Ölwanddichtung muss neu, Ventildeckeldichtung muss neu, also alles. Ja, alle Dichtungen einmal neu und dann ist die Sache erledigt. Ich hoffe, dass das Ding dann noch läuft. Ja,
Solltet ihr noch Fragen haben oder hinterlasst uns mal ein Feedback in den Videokommentaren, was ihr zum so einem Vorfall mal sagt. Hattet ihr schon mal so einen Dreiklappenschaden? Ja, folgt uns auf Instagram, Facebook als Unterstützung. Abo dalassen, auch wenn wir in der Zeit etwas nachgelassen haben. Wir bemühen uns wieder Vollgas zu geben, dass wir regelmäßig wieder Videos folgen. Zeit für Feierabend, sage ich. Eure Carset Bros. Yeah,